Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Prozess um die Attentate im vergangenen Sommer in Norwegen hat der Angeklagte Breivik mit seinen Taten geprahlt und Opferfamilien empört. Am zweiten Prozesstag gab der 33-Jährige eine weitschweifige Erklärung ab. Darin gab er an, Teil einer großen anti-islamischen Bewegung zu sein. Die Behörden sehen dafür aber keine Anhaltspunkte. 77 Menschen waren bei den Attentaten in Oslo und auf der Ferieninsel Utøya getötet worden. Nach knapp 6 Stunden endet der erste Verhandlungstag. Anders Breivik hat sich den Fragen der Staatsanwälte stellen müssen. Langsam hält zumindest ein wenig Alltag Einzug in das Verfahren gegen den Attentäter. Wir fanden, es sei richtig, ihn heute ausreden zu lassen. Der Angeklagte sollte das Gefühl haben, seinen Standpunkt darlegen zu können. Für uns ist das wichtig in solch einem Prozess. Mit einem Befangenheitsantrag hatte der Tag vor Gericht begonnen. Einer der Laienrichter, hier ganz links im Bild, hatte die Todesstrafe für Breivik gefordert in einem Internetkommentar. Er wurde von seinem Amt entbunden. Ausführlich dann eine vorbereitete Erklärung, die der 33-jährige Angeklagte verliest über mehr als eine Stunde lang. Reue zeigt er keine, brüstet sich mit seinen brutalen Taten, gibt an, er würde sie noch einmal begehen, wenn er könnte. Unser Mandant hat diese Erklärung selbst verfasst. Wir haben sie vorher zwar gelesen, aber es sind seine Worte und sie war sein ausdrücklicher Wunsch. Wir haben ihm da nicht reingeredet. Auch heute sind die Zeitungen hier in Norwegen voll mit Berichten über den Prozess und über Anders Breivik. Die Live-Berichterstattung im Fernsehen haben die Richter inzwischen eingeschränkt. Breiviks Auftritte sollen nicht zu viel Raum bekommen. Es ist eine Gratwanderung für das Gericht und für die Journalisten hier. Einerseits müssen sie Breiviks Weltbild begreifen, andererseits soll ihm keine große Bühne geboten werden für seine Thesen. Die zentrale Frage bleibt weiter, ist Anders Breivik zurechnungsfähig oder nicht? Mehr zum Breivik-Prozess finden Sie auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Unter anderem beleuchten wir ausführlicher die schwierige Rolle der Medien. Bundespräsident Gauck hat am zweiten Tag seines Antrittsbesuches in Brüssel EU-Kommissionspräsident Barroso getroffen. Dabei forderte er ein stärkeres Zusammenwachsen Europas. Die Mitgliedstaaten müssten dazu weitere Kompetenzen abtreten, so Gauck. Sie hätten einzeln nicht mehr das Renommee, um in den Kraftzentren dieser Erde wahrgenommen zu werden. Für Gauck war es nach dem Besuch in Polen die zweite Auslandsreise als Bundespräsident. Die Bertelsmann Stiftung hat ein Konzept für eine unabhängige internationale Ratingagentur vorgestellt. Sie soll als Gegengewicht zu den 3 marktbeherrschenden US-Ratingfirmen dienen und mehr Transparenz bieten. Den Plänen zufolge könnte das Vorhaben mit Hilfe eines Fonds finanziert werden, in den unter anderem Regierungen und Unternehmen einzahlen. Ein international besetztes Gremium soll die Unabhängigkeit gewährleisten. Es ist für Länder wie Griechenland eine Spirale nach unten. Ist die Wirtschaftslage schlecht, setzen die Ratingagenturen die Bewertung herab und damit ist die Finanzlage des Landes noch schlechter. Die Bertelsmann Stiftung will eine Agentur schaffen, die fair bewertet. Bislang kommen die Ratings ausschließlich von den 3 großen amerikanischen Agenturen und an deren Bewertung gibt es Kritik. Denn sie beurteilen die Staaten genauso wie Wirtschaftsunternehmen hauptsächlich nach Wirtschaftsdaten, nach Finanzdaten, nach makroökonomischen Werten. Und nicht nach ihrer Zukunftsfähigkeit, nach ihrer politischen Stabilität, nach ihrer Reformfähigkeit. Standard & Poor's, Moody's und Fitch, die 3 amerikanischen Ratingagenturen, gelten als zu mächtig und als nicht unabhängig genug. Deshalb, so die Idee der Bertelsmann Stiftung, soll die neue Ratingagentur auch kein Geld mit den Bewertungen verdienen. Finanzieren soll sie sich aus einem Fonds von rund 300 Millionen Euro, an dem Unternehmen, aber vor allem internationale Staaten beteiligt sind. Da muss natürlich dann sichergestellt sein, dass es keinen Interessenskonflikt gibt, wenn Staaten einzahlen, wo wieder über Staaten geurteilt wird. Aber das kann man mit Kontrolle und mit ganz klar getrennten Gremien.
Die Bundesregierung befürwortet eine europäische Agentur. Ob sie allerdings bereit wäre, für eine solche Initiative Geld zu geben, dazu äußerte sie sich heute nicht. Die Bertelsmann Stiftung setzt offenbar auch darauf, dass es öffentliche Gelder gibt. Bisher gibt es aber in der Bundesregierung keine Bereitschaft, dafür Geld dafür zur Verfügung zu stellen. Und deswegen sehe ich das noch nicht gesichert, dass dieses Projekt sich realisieren lässt. Ein ähnliches Projekt ist bereits gescheitert. Der Unternehmensberater Roland Berger hatte einen Plan für eine Agentur ohne staatliche Hilfe vorgelegt. Gestern Abend gab er das ausbekannt. Es gab einfach nicht genug Investoren. Die deutschen Staatsschulden haben erneut einen Höchststand erreicht. Nach vorläufigen Zahlen der Bundesbank kletterten sie im vergangenen Jahr um 32 Milliarden auf fast 2,09 Billionen Euro. Doch das Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung entwickle sich positiv, weil die Konjunktur anziehe. Auch der Internationale Währungsfonds erwartet ein leichtes Wachstum der deutschen Wirtschaft. Er korrigierte seine Prognose für 2012 heute etwas nach oben. Die Krise in der Solarenergiebranche kostet weitere Arbeitsplätze in Deutschland. Der weltgrößte Hersteller für Solarmodule, das US-Unternehmen First Solar, will seine beiden Werke in Frankfurt-Oder im Herbst schließen. Damit verlieren 1.200 Menschen ihren Job. Die brandenburgische Landesregierung sprach von einer dramatischen Entscheidung. Sie prüft, ob sie Fördergelder in Höhe von 25 Millionen Euro zurückverlangen kann. Viele der Mitarbeiter waren extra aus ihrem Feierabend zurückgeholt worden für eine außerordentliche Betriebsversammlung. Schnell war klar, die Nachrichten sind nicht gut. Der US-Konzern First Solar schließt sein Werk in Frankfurt-Oder. Ab Oktober haben die 1.200 Mitarbeiter keinen Job mehr. Auch am Vertriebsstandort Mainz müssen zahlreiche Mitarbeiter gehen. Der Markt hat sich seit Anfang des Jahres komplett gedreht und wir müssen uns jetzt an die neue Situation anpassen. Ausschlaggebend waren politische Entscheidungen, die zu einem Kollaps der Nachfrage in Deutschland geführt haben und insbesondere im Freiflächensegment, das unser Kerngeschäft ist. Gemeint ist damit die Kürzung von staatlichen Fördergeldern für Solaranlagen. Seit Anfang des Jahres war die Nachfrage daher deutlich zurückgegangen. Auch die Landesregierung in Brandenburg hatte zuletzt an der Rettung des Standortes mitgefeilt. Schließlich soll das Unternehmen für seine beiden Frankfurter Werke 67 Millionen Euro Investitionsförderung erhalten haben. Wir sind von dieser Mitteilung, nicht nur wir, überrascht worden, weil wir mit dem Unternehmen, mit der deutschen Führung des Unternehmens bis vor kurzem in intensiven Gesprächen waren zur Ausgestaltung und Sicherung des Standortes. Sicher ist heute Abend nur eins. Bis Oktober können die Mitarbeiter bleiben, allerdings nur in Kurzarbeit. Frauen, ältere Menschen und Migranten haben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie bei einer Bewerbung Geschlecht, Alter oder Herkunft nicht angeben. Das ist das Ergebnis eines Pilotprojektes mit anonymisierten Bewerbungen. Mehrere Arbeitgeber verzichteten ein Jahr lang auf Fotos und persönliche Angaben von Bewerbern. Es zeigte sich, im Vorstellungsgespräch müssen die Kandidaten nach wie vor selber überzeugen. Aber um erst einmal eingeladen zu werden, hilft das Verfahren. Ein fremdklingender Name, das Alter oder gar das Geschlecht. Wer sich beim Geschenkeanbieter MyDays bewirbt, dem bleiben solche Vorurteile erspart. Denn er findet auf der Homepage der Firma ein Formular, das keine Rückschlüsse zulässt auf Alter oder Herkunft. Selbst Zeugnisse sollen ausdrücklich nicht eingereicht werden. Ohne das anonymisierte Bewerbungsverfahren, glaubt Astrid Braungart aus der Marketingabteilung, hätte sie den Job nicht bekommen. Ich glaube, dass es mir sehr geholfen hat. Ich bin eine Frau, Mitte 40, habe eine 7-jährige Tochter. Da ist es nicht immer ganz einfach, auf dem deutschen Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Die Internetfirma ist eines von 5 Unternehmen, die sich an dem Pilotprojekt anonymisierte Bewerbungen beteiligt haben. Das Ziel, faire Chancen für alle Bewerber. Das Ergebnis? Die Analyse ergab, dass egal ob Mann oder Frau, ob Einwandererkind oder nicht, alle Bewerbergruppen in anonymisierten Verfahren die gleiche Chance auf eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch hatten. In anonymisierten Verfahren entscheidet also allein die Qualifikation, nicht das Aussehen, das Geschlecht oder die Herkunft eines Menschen. Und laut Studie profitieren auch die Arbeitgeber, weil qualifizierte Bewerber nicht vorzeitig aussortiert werden. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes setzt nun darauf, dass sich Unternehmen freiwillig für das anonymisierte Bewerbungsverfahren entscheiden. Eine gesetzliche Regelung soll es nicht geben.
Pläne Argentiniens, den Ölkonzern YPF zu verstaatlichen, sorgen politisch für immer mehr Wirbel. Nicht nur die spanische Regierung übte scharfe Kritik, auch die EU schaltete sich inzwischen in den Streit ein und verschob aus Solidarität ein für diese Woche angesetztes Arbeitstreffen mit argentinischen Vertretern. YPF ist eine Tochter des spanischen Ölkonzerns Repsol. Die Empörung in Spanien ist gewaltig und groß auch das Medieninteresse am Besuch des argentinischen Botschafters im Madrider Außenministerium. Dort wurde er zum Rapport bestellt. Scharf kritisiert die spanische Regierung die von Argentinien geplante Verstaatlichung. Argentinien schießt sich damit meiner Ansicht nach selber ins Knie. Das, was mich jedoch am meisten besorgt, und das habe ich dem Botschafter auch vermittelt, ist, dass dies ein Einschnitt in die sonst so brüderlichen Beziehungen bedeutet, die wir seit vielen Jahren gepflegt haben. Die Firma YPF gehört mehrheitlich dem spanischen Konzern Repsol. Das Unternehmen ist der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber Argentiniens, betreibt Tankstellen, fördert Öl und Gas, erschließt neue Vorkommen. Doch die Förderquoten sind rückläufig. YPF investiere nicht genug, so der Vorwurf der argentinischen Präsidentin Kirchner. Deshalb die Enteignungspläne, das verkündete sie gestern unter Beifall. In Europa dagegen Schulterschluss mit den Spaniern. Wir fordern von der argentinischen Regierung eine Lösung, die von beiden Seiten akzeptiert wird und die das Geschäftsklima nicht verletzt. Ich bin ernsthaft enttäuscht von der gestrigen Entscheidung. Wir erwarten, dass die argentinischen Behörden ihren internationalen Vereinbarungen und Verpflichtungen nachkommen. Die Enteignung erwischt Spanien zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt mitten in der massiven Wirtschaftskrise. Der Börsenkurs des Mutterkonzerns Repsol verlor deutlich. Das Unternehmen will rechtliche Schritte einleiten, verlangt Entschädigung und eine internationale Schlichtung. Die US-Raumfähre Discovery ist heute ein letztes Mal gestartet. Ziel war aber nicht das Weltall, sondern der US-Bundesstaat Virginia. Dort soll der ausgediente Shuttle künftig im Museum ausgestellt werden. Huckepack auf einer umgerüsteten Boeing 747 hob die Raumfähre in Cape Canaveral ab. Die Discovery ist die älteste und am häufigsten eingesetzte Raumfähre der Shuttle-Flotte. Im vergangenen Jahr hatte die NASA die Space Shuttle-Ära beendet. Alle ausrangierten Raumfähren kommen nun ins Museum. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 18. April. Das Tief bei England schickt uns heute Nacht einen Ausläufer mit Regenwolken und dieses Tief beschert uns auch in den nächsten Tagen wechselhaftes Wetter. Von der Ostsee bis nach Bayern ist es heute Nacht teils klar, teils bewölkt und trocken. Die Westhälfte liegt dagegen unter einer dichten Wolkendecke, gebietsweise fällt Regen. In den Gipfellagen der Mittelgebirge ist Schnee dabei. Morgen kommt der Regen nur zögernd ostwärts voran. Von Vorpommern über die Lausitz bis nach Ostbayern bleibt es weitgehend trocken. Richtung Alpen kann es allerdings längere Zeit regnen und in der Westhälfte entwickeln sich später Schauer, im Südwesten auch Gewitter. Abgesehen von starken Schauer- und Gewitterböen weht der Wind schwach bis mäßig, im Westen auch frisch aus südlichen Richtungen. Heute Nacht 0 bis 6 Grad, im Südosten unter klarem Himmel stellenweise leichter Frost. An Oberrhein und Spree morgen bis 14, am Alpenrand nur kühle 6 Grad. In den folgenden Tagen erwartet uns wechselhaftes Aprilwetter. Richtung Nordosten bleibt es freundlicher und dort wird es auch deutlich wärmer. Um 22.15 Uhr begrüßt sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Er berichtet über Breiviks Selbstdarstellung und spricht mit unserer Korrespondentin über ihre Eindrücke vom zweiten Prozesstag. Außerdem informiert er über die Finanzkrise in Spanien und warum der König lieber Elefanten jagt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.